Grüße euch. Ich habe eben nichts sagen können, weil wir gefahren sind. Ich habe hinten gesessen, deswegen konnte ich nur über das Dach filmen. Jetzt sind wir in Encarnación an einem Strand. Und wer wirklich schwimmen möchte und auch viel Wasser vor sich haben möchte und so, schaut mal da. Es ist wirklich so weit hier hinten. Also wer mehr haben will, hat hier mehr. Ja, guckt euch da hinten an, wie weit die Küste hinten entfernt ist. Also ganz hinten, ich zoome da gleich mal hin. Ja, die Sonne ist sehr heiß. Ich schätze mal, ich sollte mich nicht allzu lange jetzt in der Sonne aufhalten, weil ich in den letzten Wochen gar nicht mehr so sehr in der Sonne gewesen bin. Also hier ist richtig Strand. Ja, also Leute, da ist wirklich nichts, wo man jetzt hier sagen muss. Moment, das da hinten dürfte kein Encarnación sein, das müsste, müsste Argentinien sein. Und zwar die Stadt, die gegenüber von Encarnación ist. Ich habe jetzt momentan aber keine Ahnung, wie die heißt. Müsste ich mal gleich mal nachhaken. Also das ist hier die Stadt, die ist auf der... Ach, Mist. Auf der argentinischen Seite ist. Das ist nicht Encarnación. Ich bin hier in Encarnación. Und das ist die andere Stadt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe eben gefilmt und dachte, das wäre Encarnación. Ist nicht Encarnación, das ist Quatsch. Bitte verzeiht mir, dass es nicht so super hier ist, aber alles spontan und ohne Hilfsmittel, ohne Assistent und dergleichen. Also da hinten ist dann wahrscheinlich sogar die größte Entfernung, die wir jetzt hier uns vorstellen können. Ich zoome da mal hin. Leute, da müsst ihr über lange schwimmen, bis ihr da fett hinkommt und auch lange segeln. Allerdings sollte man nicht über die Grenze von Argentinien kommen. Und das ist halt etwa die Mitte, oder ist die Mitte des Flusses. Wie ihr seht, haben wir hier wirklich viel, viel Sandstrand. Kann man sich überhaupt nicht beklagen. Ja, natürlich ist jetzt hier der Paraguay nicht so der Strandbesucher. Das habe ich auch schon mitbekommen. Also kommen eher Touristen hin. Da ist die Tiergeschichte läuft, ist natürlich mit Tourismus hier auch nicht viel los. Sonst ist der Strand durchaus, habe ich mir sagen lassen, gut belegt. Ja, also hier. Geräusche wie am Meer habt ihr auch. Hört euch die Vögel an. Das ist das, was man vom Meer her auch kennt. Ja, so Möwen oder was auch immer das werden wird. Aber es hört sich wie Möwen an, meiner Meinung nach. Also das ist Strand in Encarnación. Und wir sind etwa jetzt, ich glaube, eine halbe Stunde um den Dreh gefahren. Von Trinidad hier runter. Also keine lange Fahrt. Ich weiß, wir sind auch zusammen zu einer Talsperre gefahren. Braucht man auch in etwa eine halbe Stunde. Aber letztendlich... Und hier guckt euch das an, das ist richtiger Sand. Richtiger Sand hier. Ich zeig euch das mal. Oh ja. Aber nix. Ja. Ihr könnt dann mit Sand wieder nach Hause fahren in euren Klamotten. So, ich schwenke mal rum. Natürlich haben die leider hier keine großen Bäume. Ist eigentlich blöd. Nicht mal vorgesehen, sehe ich hier. Spielplatz gibt's auch. Ja. Sonne wäre natürlich schön, Schatten und so. Ja. Aber ist halt jetzt nicht. Keine Ahnung, was das Ding da hinten, dass da dieses Gebäude ist, das weiß ich jetzt nicht. Kann man sicherlich alles rauskriegen. Ja. Wird sicherlich auch auf Google Maps vielleicht sogar entsprechend mit so einer, ja, so einer Markierung versehen sein. Kann mir gut vorstellen. Jetzt gehe ich mal. Ich würde mal sagen, ich gehe mal in die Richtung eben. Vor allem das da vorne ist ja so eine Pyramide. Vielleicht kann man da mal hingehen. Vielleicht.
Deswegen zoome ich mal eben dahin. Ja. Natürlich ist die Sonne jetzt von rechts, das heißt, also, es ist dunkel auf dieser Seite. Da müsste ich schon ein Stückchen weitergehen, um die Pyramide von der anderen Seite zu filmen. Ich glaube, da mache ich auch erstmal einen Schnitt, weil sonst ist alles einfach zu verwackelt. Und hier seht ihr wirklich großer, riesen Strand. Ich würde mal sagen, 50 Meter könnten das schon mindestens sein. 60, 70 Meter hier an diesem Steg oder diesem. Nee, Steg ist es nicht, das ist halt eben so ein Gang ist das, so ein Weg. Und das hier sicherlich hier von hier bis zum Ufer, würde ich sagen. Also bis zum Wasser meine ich. Ja, Uferwasser. Was würde ich sagen, 30 Meter vielleicht. Ja. Hier ist auch eine Aufpasserin. Ja. Aber keine am Strand, doch da hinten. Da sieht man schon welche. Wollen wir mal hinzoomen. Ja, leider ist es mit dem Monitor so eine Sache. Der Monitor ist jetzt. Ja, da sieht man Leute. Und das sind anscheinend die einzigen, die ich jetzt gerade hier entdecke. Aber, ja. Bäume wären natürlich schön, Schatten und so. Ja. Aber ist halt jetzt nicht. Keine Ahnung, was das Ding da hinten, dass da dieses Gebäude ist, das weiß ich jetzt nicht. Kann man sicherlich alles rauskriegen. Ja, wird sicherlich auch auf Google Maps vielleicht sogar entsprechend mit so einer, ja, so einer Markierung versehen sein. Kann mir gut vorstellen. Jetzt gehe ich mal. Ich würde mal sagen, ich gehe mal in die Richtung eben. Vor allem das da vorne ist ja so eine Pyramide. Vielleicht kann man da mal hingehen. Vielleicht. Also ich zoome mich mal eben dahin. Ja. Natürlich ist die Sonne jetzt von rechts, das heißt, also, es ist dunkel auf dieser Seite. Da müsste ich schon ein Stückchen weitergehen, um die Pyramide von der anderen Seite zu filmen. Ich glaube, da mache ich auch erstmal einen Schnitt, weil sonst ist alles einfach zu verwackelt. Und hier seht ihr wirklich großer, riesen Strand. Ich würde mal sagen, 50 Meter. Könnten das schon mindestens sein, 60, 70 Meter hier an diesem Steg oder diesen, nee, Steg ist es nicht, das ist halt eben so ein Gang ist das, so ein Weg. Und das hier sicherlich hier von hier bis zum Ufer, würde ich sagen, also bis zum Wasser meine ich, ja, Uferwasser, was würde ich sagen, 30 Meter vielleicht. Ja. Hier ist auch eine Aufpasserin. Ja. Aber keine am Strand, doch da hinten, da sieht man schon welche. Wollen wir mal hinzoomen. Ja, leider ist es mit dem Monitor so eine Sache. Der Monitor ist jetzt. Ja, da sieht man Leute. Und das sind anscheinend die einzigen, die ich jetzt gerade hier entdecke. Aber hier sind sogar Wasserpflanzen. Da ist die Pyramide. Ja, und das ist die Stadt, von der ich jetzt nicht weiß, wie sie heißt. Nochmal. Das ist Argentinien da drüben. Und hier ist halt die Brücke. Da. Ich zoom mal ran. Da ist die Brücke. Hier müsst ihr gleich mal meinen Begleiter mal fragen, ob das weiß, wie der heißt. Sonst müsst ihr im Netz mal nachschauen. Ich will es noch nicht einblenden. Ich habe gar keine Zeit dafür, irgendwie das Video noch so zu bearbeiten, dass ich noch Texte einblende. Ich werde es höchstens zusammenfügen, das Ganze, was ich an Filmmaterial habe. Das kann ich machen, aber nicht noch irgendwie groß mit Texten. So, ich habe gerade mal Info. Posadas ist das. In Argentinien, direkt gegenüber, durch die Brücke verbunden. Encarnación mit Posadas. Und ja. Etwa die Hälfte vom Fluss ist halt die Grenze. Da sollte man nicht überschwimmen und segeln. Sonst kriegt man, glaube ich, Schwierigkeiten. Und da haben sie noch eine schöne einsame Palme noch hingepflanzt. Die zwei. Die andere zweite ist ein bisschen am, ja, dahin dümpeln. Da. Zwei Palmen. Ja, hätten sie hier natürlich machen können. Warum hier keine Palmen stehen, wundert mich eigentlich. Sie hätten überall Palmen pflanzen können. Haben sie nicht gemacht. Naja, aber Spielplatz haben sie für Kinder gemacht.
Ja, ich laufe jetzt mal weiter. Ja, mit Pflanzungen haben sie es nicht so viel gemacht. Hätte ich natürlich mehr gemacht. Aber irgendeinen Grund haben sie dafür natürlich auch, dass sie es nicht gemacht haben. Das ist natürlich so ein ganz klein wenig an. Ich steige mal über das Geländer hier rüber. Entschuldigt für das Wackeln, aber geht halt nicht anders. So, also richtig, richtig Strand ist hier. Und sauber. Der Strand ist sauber. Ja, klar, wenn jetzt keine Touristen da sind, die noch Müll dann hinterlassen, aber hier spiegelglatte Oberfläche, keine Wellen. Eigentlich ja für die, die eigentlich auch gerne so ohne Probleme ins Wasser steigen wollen, sollte man meinen, dass das halt auch eine gute Sache ist. Ja, dass sie halt eben hier nicht mit dem zu tun haben, was am Meer halt das Problem ist. Ja, ihr habt hier wirklich viel zu schwimmen. Also Leute, wer Wasser haben will, hat hier Wasser. Und zwar Süßwasser halt. Ja, also ich sehe da jetzt kein Problem darin. Da habt ihr einen Vogel. Ich hoffe, ich sehe den richtig. Ich sehe was. Der ist der Vogel, der das Geräusch hier abgibt. Aber in Gran Canaria habe ich auch keine Muscheln gesehen, wo ich dann am Strand war. Keine einzige Muschel. Und wie gesagt, da hinten, da ganz hinten, da ist das andere Ufer, und zwar auf Argentinien. Ihr seht, so weit entfernt. Also hier könnt ihr segeln ohne Ende. Guckt euch die Fläche an. Hier rechts ist alles, ja, Paraguay. Hier rechts. Also Leute, wer Wasser haben will, hat hier Wasser. Ja. Und feuchte Tropen, das heißt, ihr habt viel mit Schimmel zu tun, wenn ihr nicht irgendwie das ja, entsprechend irgendwie verhindert. Da kommen jetzt Leute. Die wollen auch jetzt hier dazu zur Spitze. Hier ist die Palme. Die eine, die gut aussieht. Und der Strauch. Oder Baum, ja, Baum. Nochmal das Wasser. Ganz klar. Also ich sehe da jetzt keinen Dreck. Ja, ihr könnt bis auf den Sand schauen hier. Ich kann mal da drüben. Ja, was das jetzt ist, ob das Steine sind oder Pflanzen, das weiß ich nicht. Diese dunklen Flecken, die man jetzt hier sehen kann. Da müsst ihr jetzt reingehen in das Wasser. Könnt ihr die auch machen. Mach ich mal. Es gibt doch Muscheln. Hier sehen wir Muscheln. Ganz kleine. Hier. Gibt es doch Muscheln. So. Ganz kleine Muscheln. Mehr sehe ich jetzt hier nicht. Hier sieht man es noch besser. Moment. Ich nehme die mal mit. Aber ganz, ganz mikrokleine Muscheln sind das hier. Hier. Ich hoffe, dass meine Hose nicht zu lang ist. Ich habe nämlich extra eine längere Hose angezogen. Gucken, was das für dunkle Flecken sind. Fühlt sich genauso wie am Meer an. Der Boden ist halt so ein bisschen wellig. Es scheinen Steine zu sein hier. Ja, ja, es sind Steine. Ja. Die Steine. Aber da vorne sieht es jetzt schon so aus, dass es relativ schnell dann dunkler wird da vorne. Ich gehe mal einfach mal so weit ich jetzt gehen kann. Ist eigentlich angenehm warm, also ist natürlich kühler, aber so zum Durchlaufen, null Problemo. Guck mal, die Hose fährt ein bisschen hoch, Krempel, ich muss mal schnappen, hoch. Ja, das sind Steine. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das jetzt hier überall an dem Strand hier ist, dass da Steine kommen. Aber dann kann man wahrscheinlich vergleichen mit den Korallen, die man bei manchen Stränden ja auch hat, wo man über die Korallen rüber muss, um dann halt richtig schwimmen zu können. Muss man sich den Strand wahrscheinlich mal genauer anschauen, wie man hier rüberkommt. Also geht eine ganze Ecke rein. Ich bin jetzt hier, keine Ahnung, 20 Meter vom Ufer vielleicht entfernt. Meine Hose habe ich hochgekrempelt hier, wie man sehen kann. Also ist schon ein bisschen nass geworden, bevor ich sie hochgemacht habe. Ja, ich stehe jetzt hier vermutlich einen halben Meter im Wasser.
Naja, ich glaube, mehr Tolles gibt es jetzt nicht zu berichten. Fische habe ich noch keine gesehen. Aber natürlich jagt man die weg, wenn man hier rumläuft. Aber wie gesagt, Wasser habt ihr hier. Und wenn man halt mit so einer Luftmatratze erstmal so ein bisschen raus geht sozusagen, dann von da aus schwimmt oder so, muss ich mal noch mal analysieren hier. Das war's erstmal. So, ich versuche mal an diesem Länder entlang zu gehen. Das ist ein bisschen schwierig für euch, das so zu machen. Jetzt kann ich nochmal hier rüber schwenken. Diese Pyramide hier. Keine Ahnung, warum die halt hier steht und warum diese Sterne drauf sind. Gehen wir zur Stadt rüber. Wie gesagt, hier sind noch ein paar Pflanzen. Achso, ich könnte mal da runter gehen. Genau. Ah, das sind so Seerosenartiges, so von den Blättern her. Aber deutlich kleiner. Durchmesser sind nicht 5 cm. Ja, hier sind die Seerosen. Vielleicht könnte mir schon vorstellen, dass man vielleicht irgendwie was noch beim Tauchen sehen kann. Ja, in Paraguay gab es mal, soweit ich das weiß, eine Eisenbahn, aber hat sich irgendwie nicht gelohnt und hier scheint es einen Rest des Fahrzeugbestandes damals zu geben. Natürlich nicht hier wirklich gepflegt und geschützt, sie rostet so vor sich hin. Also richtige Heimatvereine würden sagen, das kann ja gar nicht angehen. Die müssten wir jetzt hier wirklich instand setzen und schön machen. Aber das machen die halt jetzt hier nicht. So, das ist halt die Straße am Strand. Da sind sehr, sehr viele Bänke, aber alles ohne Bäume. Das ist ein bisschen blöd. Hier ist ein Verkäufer für Schmuck oder sowas, nehme ich mal an. So, ich mache mal einen Schnitt. Ja, und das ist die Stadt, von der ich jetzt nicht weiß, wie sie heißt. Und hier ist halt die Brücke. Anda da kama ni.
Ja, ich wollte mal eben ein kurzes Video machen, passend zu dem Video, wo ich eben über diesen Strand hier halt berichtet habe, das heißt, wo ich auch eben auch aufgezeichnet habe. Ich hatte den Standort halt hier in diesem Bereich, war mein Bewegungsspielraum sozusagen, den ich hatte, weil ich war ja mit meiner Begleiterin zusammen und dann wollte ich nicht zu weit irgendwo hinlaufen. Also habe ich immer einmal von hier gefilmt, dann bin ich hier rüber gelaufen, habe von hier gefilmt und hier am Ufer war ich gewesen und habe dann auch insbesondere hier in diese Richtung gefilmt. Heißt Playa San José, dieser Strand. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Und dann gibt es noch einen anderen, der ist ein bisschen tiefer noch. Also der ist hier vorne, nennt sich Playa Mboikaye, so ähnlich. Wie gesagt, hier ist noch ein bisschen tiefer das Ganze. Kann man auch eben am Strand liegen und baden, schwimmen, sonnen. Und dann gibt es noch den anderen großen, den dritten, den ich jetzt noch gesehen habe. Hier ein Stück runter. Wo bist du denn? Hier muss er jetzt auftauchen hier. Hallo. Der kam nach der Brücke, genau hier. Da war ja die Brücke, die ich gefilmt habe hier. Aber das ist jetzt nicht bei meinem Strandvideo dabei. Ja doch, die Brücke habe ich gefilmt. Ja klar, ich habe es ja von der Ferne, glaube ich, doch gefilmt. Oder? Ich meine, ich wäre drauf gekommen, die Brücke. Und dann bald hier den Strand Playa San Isidro. Ja, auch noch ein großer Strand. Und dann gibt es halt eben flussaufwärts noch viele kleine Strände, die habe ich in einem anderen Beitrag halt nochmal gezeigt. Okay, ich würde mal sagen, bis dann. Ciao, macht es gut. Na, nicht da, Quatsch. Da muss ich hin.